über Weltvertrautheit und Weltfremdheit. Wie wird der Mensch, wie werden wir mit der Welt vertraut? Es gibt dazu eine Kurzantwort, die aber viel zu kurz ist. Die Kurzantwort lautet: über andere Menschen werden wir mit der Welt vertraut. Das ist deswegen auch sehr kurz, weil man mal ins Detail schauen sollte. Also die etwas ausbuchstabiertere Variante von wie wir Weltvertrauen entwickeln, Weltvertrautheit entwickeln, ist, könnte man sagen, über erfolgreiche Interaktion mit der Welt, über auch erfolgreiche Einflussnahme auf die Welt oder etwas technischer ausgedrückt durch kurze Feedback-Schleifen, kurze Rückkopplungsschleifen, in denen unser eigenes Handeln, unser eigenes Tun eine Rolle spielt. Also Kurzvariante: wir machen was, dann passiert etwas und das, was passiert auf das, was wir selber tun, ist befriedigend, ist interessant, ist beglückend für uns selbst. Warum spielen aber Menschen dabei so eine wahnsinnig große Rolle? Es hat mehrere Dimensionen. Die erste Dimension ist immer wieder: die Primärumwelt für uns Menschen sind andere Menschen. Wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir geboren werden, sind wir von Menschen umgeben, wir werden von Menschen umsorgt und deswegen interagieren wir zunächst vor allem mit anderen Menschen, noch bevor wir mit Objekten stark interagieren und auch Objekte überhaupt richtig wahrnehmen können oder in einer befriedigenden Form auf sie Einfluss nehmen können. Wir sind dazu von Natur aus angelegt. Also soweit unsere genetische Ausstattung, unsere sozusagen Voreinstellung ab Werk das erkennen lässt, sind wir voreingestellt darauf, mit anderen Menschen guten Kontakt bilden zu können, auch andere Menschen sehr schnell, erstaunlich früh, sehr viel wahrnehmen zu können. Das hat die Wissenschaft sehr überrascht, als sie sozusagen anfingen, sich mit Babys, mit menschlichen Babys zu beschäftigen. Wie schnell sich diese Wahrnehmung entwickelt, das sind so Hinweise darauf, dass das sehr zentral zu sein scheint. Das ist so die eine Dimension. Also sozusagen das erste, die ersten Objekte, wenn man das überhaupt so nennen will, in der Welt, die wir lernen, erfolgreich zu manipulieren, erfolgreich auf sie Einfluss zu nehmen, sind andere Menschen. Und erst danach wenden wir uns anderen Objekten, anderen Dingen in der Welt zu, nachdem wir diesen Kontakt aufgebaut haben. Der zweite Grund ist: auch wenn wir erwachsen sind, sind ja überall Menschen. Das ist heute so. Und das war auch schon in der Urzeit so, in der Prähistorie so, auch wenn dort Gesellschaft wohl sehr anders aussah als heute. Es waren wahrscheinlich relativ personell, relativ stabile Kleingruppen, mit denen man gemeinsam durch die Gegend gezogen ist, nomadisch oder halbnomadisch. Man kannte sich, man hatte auch eine viel größere Geborgenheit, weil wenn man immer die gleichen Gesichter sieht, bei allen Negativen, was das haben mag, es gibt auch sehr viel Geborgenheit, es gibt sehr viel eben auch Weltstabilität, mit der man dann rechnen kann, mit der wir heute zum Beispiel nicht mehr rechnen können. Also sozusagen, wir haben sehr viel mehr personellen Austausch und zwar oft in unserem Leben von Anfang an. Also wir sehen sehr viele fremde Gesichter die ganze Zeit. Wir müssen sehr viel früher lernen heutzutage, uns auf sehr viele verschiedene Menschen einzustellen, während wahrscheinlich unsere Vorfahren das nicht im gleichen Ausmaß mussten. Nichtsdestoweniger vermittelt sich uns Welt nach wie vor vor allem über andere Menschen. Und das bedeutet, wenn diese Fähigkeit bei uns nicht gut ausgeprägt ist, dann bleiben wir immer weltfremd, weil eben die Welt, unsere Welt für uns Menschen, vor allem aus anderen Menschen besteht. Also kurz gesagt, ein Synonym für Welt ist eigentlich Menschheit im ersten Schritt. Und ich würde so weit gehen, mittlerweile zu sagen, wahrscheinlich, wenn man näher hinschaut, zeigt sich auch, dass selbst unsere scheinbar sehr abstrakte, zum Beispiel höhere Mathematik oder theoretische Physik, also Dinge, die scheinbar sehr menschenfern sind oder bestimmte Formen von ich programmiere den lieben langen Tag oder sowas, im Grunde auch so verarbeitet werden, dass wir auf Welt so reagieren, als sei sie menschlich. Also das heißt, alles, was wir erkennen können, pressen wir in Formen von, die menschenförmig sind, weil sozusagen wir nichts begreifen können, was nicht anthropomorph ist, was nicht menschenförmig ist. Unser ganzes Gehirn ist so kalibriert, dass sie sozusagen allem ein Gesicht gibt, überall Stimmen hört und eben Dinge, die halt sehr wichtig sind für Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, sind dann halt im Austausch mit Natur auch wichtig. Natürlich gibt es Menschen, die sich zum Beispiel unter anderem deswegen, weil die Interaktion sich mit anderen Menschen sehr unbefriedigend für sie gestaltet, weil das eben nicht gelingt, weil das nicht gut ist, sich dann anfangen, vor allem der nichtmenschlichen Objektwelt
zu wenden. Also zum Beispiel einige Leute, die total technikfanat sind, sind das nicht deswegen, weil sie technikfanat sind, sondern weil sie mit anderen Menschen schlecht klarkommen. Das ist tatsächlich nicht bei jedem so, aber das gibt es. Und finden dann diese befriedigenden Rückkopplungsschleifen halt nicht in der Mensch-Mensch-Interaktion, sondern in der Mensch-Nicht-Mensch-Interaktion, in der Mensch-Objekt-Interaktion. Das Gleiche finden wir, wenn zum Beispiel Leute sich mit Tieren lieber umgeben als mit Menschen, weil ihnen einfach die befriedigenderen Interaktionen sie einfach haben mit ihrem Hund oder mit ihrer Katze oder mit ihrem Goldfisch oder mit ihrer, keine Ahnung, Schildkröte oder so, weil sie damit einfach besser klarkommen als mit anderen Menschen. Ja. Und das gibt es also durchaus, dass man das macht, aber auch in diesen Interaktionen, selbst noch in den technischsten Vorgängen, glaube ich, wenn man näher hinsieht, wird man bemerken, dass diese Menschen dann anfangen, Gegenstände, Objekte, auch Vorgänge anthropomorph zu behandeln. Vom Beginn, dass man zum Beispiel den Dingen anfängt, Namen zu geben, dass man mit ihnen redet, dass man auf sie hinlauscht, dass man auf sie hinspürt, dass man auch taktile Berührungen sucht zu den Gegenständen. Das ist also sozusagen so urmenschlich, weil das eben in der Mensch-zu-Mensch-Interaktion eine Riesenrolle spielt. Eben auch Berührungen sind sehr wichtig, Umarmungen sind sehr wichtig. Bei Affen kann man das bemerken an der Fellpflege, die sehr intensiv betrieben wird, um den Gruppenzusammenhalt zu stärken. Und Menschen, die sich eben aus Gründen, oft aus guten Gründen, von anderen Menschen, weil sie schlecht mit ihnen zurechtkommen, fernhalten, entwickeln dann halt die gleichen Verhaltensweisen eben mit anderen. Sei es mit Tieren oder sei es sogar mit der unbelebten Natur oder mit Objekten, die sie selber hergestellt haben, also mit Artefakten, mit sogenannten. Das heißt, wir Menschen sind in der Lage, sozusagen die Kategorie des Menschen sehr weit auszuweiten, eben auch nicht nur auf andere Menschen, sondern wir sind ja auch fähig, sie auszuweiten auf Tiere, auf Pflanzen und sogar auf unbelebte Objekte, sogar auf Dinge, die wir selber erfunden oder hergestellt haben oder die andere Menschen hergestellt haben. Wir können also sozusagen die ganze Welt vermenschlichen und sind auf der anderen Seite dann eben auch völlig unfähig, mit etwas zu interagieren, was wir nicht vermenschlicht haben. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass wir also andere Wesen, die also sozusagen Menschen im biologischen Sinne sind, also die von der Biologie, dem sogenannten Homo sapiens zugeschlagen wird, also wo die Biologie uns sagt, guck mal, der hat so und so ein Genom, das ist ja ein Mensch, ja, sind wir in der Lage zu entmenschlichen. Also sozusagen, Menschheit ist vor allem eine mentale Kategorie, eine Verarbeitungsform. Es ist eben auch die Frage, wem schreiben wir menschliche Kategorien zu? Und wir können eben auch Menschen, die biologisch ganz eindeutig andere Menschen sind, anfangen, diese Kategorien abzusprechen. Also zu sagen, der ist ja gar kein richtiger Mensch, mit dem kann man ja nicht reden, mit dem kann man ja nicht erfolgreich interagieren. Also man könnte sagen, die Kategorie Mensch ist eigentlich gar nicht für uns vom Erleben her, vom subjektiven Erleben oder der Philosoph würde sagen, von der Phänomenologie her, also vom eigenen subjektiven Zugriff darauf, ist Mensch gar nicht so sehr eine biologische Kategorie, sondern eine Interaktionskategorie. Mensch heißt, wenn man sagt, ein anderer ist ein Mensch, heißt das, mit dem kann ich klarkommen, mit dem kann ich befriedigende Rückkopplungsschleifen bilden, auf den kann ich erfolgreich Einfluss nehmen, den kann ich erfolgreich manipulieren, in einem nicht moralischen Sinn von manipulieren, sondern eben im Sinne von Einflussnahme. Also sozusagen, ich kann etwas tun, ich kann diesen und jenen Knopf bei dem anderen drücken, sei es durch Sprache, sei es durch Körpersprache, sei es durch anderes, was ich tue, und kriege eine Reaktion, die für mich selber befriedigend ist, beglückend ist, bereichernd ist. Wenn ich das mit einem anderen Menschen machen kann, ist er für mich ein Mensch. Wenn ich das mit einem anderen Menschen nicht machen kann, werde ich ihn über kurz oder lang entmenschlichen, weil im Grunde eben Mensch genau das bedeutet. Umgekehrt bedeutet eben Vermenschlichung, zum Beispiel von Tieren, dass ich solche Interaktionen mit Tieren habe. Ne? Also wenn ich zum Beispiel die Körpersprache einer Katze sehr gut lesen kann, ich kriege das hin, dass sie, keine Ahnung, dass wir eine gute Zeit zusammen haben, dass ich sie streicheln kann, wenn das für mich wichtig ist, wo ich sie streicheln kann und dass ich nicht von ihr gekratzt werde und dass ich nicht gestresst bin davon, wenn sie halt nachdrücklich Futter verlangt. Also ich habe einfach befriedigende Interaktionen mit dieser Katze. Dann habe ich letztlich die Katze vermenschlicht oder habe mich so auf sie eingestellt, dass ich ihr sozusagen menschenartige Kategorien zuschreiben kann. Wenn ich das zum Beispiel mit einer Katze, mit der mir das nicht gelingt, aus egal welchen Gründen, es kann an mir liegen, es kann an der Katze liegen, es kann auch unzuschreibbar bleiben, woran es eigentlich liegt. Man muss ja nicht in Schuldkategorien denken, man kann einfach auch das Faktum anerkennen, dass hier Interaktion gerade nicht gelingt. Wenn das so ist, tun wir uns sehr schwer mit dieser Vermenschlichung dieser Katze. Und insofern sind wir in der Lage, tatsächlich als Menschen
die Menschheitskategorie extrem auszuweiten. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, da wir nach wie vor im Anthropozän leben und jeder von uns vor allem von anderen Menschen beeinflusst wird und von anderen Menschen umgeben ist und eben auch, was diese Menschen tun und lassen, Menschen, die es nicht lernen, auf andere Menschen gut Einfluss zu nehmen, haben ein Riesenproblem. Also die sind meistens extrem frustriert, weil sie eben auch frustrierende Erfahrungen machen den lieben langen Tag. Sie sind nicht in der Lage, andere Menschen zu dem Verhalten zu bewegen, zu dem sie gern bewegen würden, und entwickeln dann auf der Basis dieser nicht gelingenden Interaktionen auch oft ein sehr negatives Menschenbild. Also sozusagen, ich glaube, dass wenn Leute ein sehr düsteres, sehr negatives Menschenbild haben, es gar nicht so sehr kommt aus der Philosophie oder aus den Medien oder so, sondern es kommt letztlich daraus aus den Alltagserfahrungen, aus den alltäglichen Erfahrungen. Menschen, die in der Lage sind, was weiß ich, ihren Nachbarn, den sie gar nicht so gut kennen, um ein Ei zu bitten, wenn sie vergessen haben, eins zu kaufen, also dort zu klingeln und zu sagen, hören Sie mal, Herr Müller, guten Tag, ich bin hier gerade in Verlegenheit und die Läden haben schon zu, aber meine Schwester hat morgen Geburtstag und ich würde ihr wahnsinnig gern einen Kuchen backen. Könnten Sie mir vielleicht aushelfen? Also Leute, die solche Dinge können, die also guten Kontakt, gute Beziehungen auch teilweise eben zu ihnen relativ fremden Menschen schnell aufbauen können, sind in der Regel nicht Menschen mit einem negativen Menschenbild, ja, sondern sie haben halt gelingende Interaktionen. Oder Leute auch, die in der Lage sind, befriedigende Partnerschaften zu führen, gute Beziehungen zu haben zu ihren Kindern, zu ihren Eltern, die in der Lage sind, gute Beziehungen zu haben in der Arbeit, mit ihrem Chef, mit ihren eigenen Mitarbeitern, mit ihren Kunden, mit ihren Dienstleistern, mit ihren Investoren. Menschen auch, die in der Lage sind, politisch gute Beziehungen miteinander aufzubauen, wie wir das eben mustergültig im antiken Athen sehen, in der attischen Demokratie, wo eine völlig zerstrittene Bürgerschaft dann über eben bestimmte Institutionen und Verfahren wieder zueinander gefunden hat und sich wieder gut miteinander verbunden hat, also wo es eben sowas gab, was man tatsächlich Bürgerfreundschaft nennen kann, ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Menschen in ihrer Rolle als Bürgern. Auch solche Menschen haben in der Regel kein negatives Menschenbild, einfach weil sie befriedigende Interaktion haben. Das heißt, es ist letztlich die Interaktionsqualität, über die wir uns die Welt vertraut machen, über die wir uns auch die Welt freundlich machen, in der wir auch nicht nur ein freundliches Menschenbild, sondern auch ein freundliches Weltbild und interessanterweise letztlich auch ein freundliches Selbstbild entwickeln. Es ist nahezu unmöglich für uns Menschen, eine dieser Sachen, ein gutes Selbstbild, ein gutes Menschenbild, ein gutes Weltbild, getrennt voneinander zu haben. Das sind letztlich deckungsgleiche Mengen, könnte man sagen, wenn nicht sogar Synonyme. Ja, ein Mensch, der ein gutes Menschenbild hat, hat auch ein gutes Selbstbild. Ein Mensch, der ein gutes Menschenbild hat, hat auch ein gutes Weltbild. Also ein lebt in einer freundlichen, ihm zugewandten, ihn tragenden, ihn stützenden Welt, während Menschen, die nicht in der Lage sind, zu anderen Menschen eine gute Beziehung aufzubauen, befriedigende Interaktionen zu haben, befriedigend auf sie Einfluss zu nehmen, sind halt Menschen, die oft auch ein sehr, sehr schlechtes Bild von sich selber und ein sehr schlechtes Bild von der Welt und der Gesellschaft im Allgemeinen haben. Das heißt, für uns Menschen steht und fällt sowohl Weltvertrautheit als auch Weltfremdheit mit der Interaktionsqualität. Das ist das Alpha und das Omega im menschlichen Leben. Und insofern ist meine Frage, warum wir das nicht mehr kultivieren gezielt, wenn doch so viel davon abhängt. Also zum Beispiel in unseren Schulen und Kindergärten wird das sehr stiefmütterlich behandelt. Es läuft so nebenher. Wir lernen eigentlich die Grundtechniken, wie man mit fremden Menschen, mit anderen Menschen gut umgeht und wie man auf sie befriedigend Einfluss nimmt. Obwohl es diese Techniken gibt, lernt man nicht. Ja, es wird davon ausgegangen, dass die Kinder das einfach nebenher lernen. Die Resultate, finde ich, sprechen für sich. Die Resultate sind wir selber als Erwachsene. Ja? Also wenn man sich heutige Erwachsene anschaut und wie hoch ist denn das Sozialkompetenzniveau so im Allgemeinen, sehe ich, sag ich mal, relativ schwarz, relativ düster. Also ich sehe nicht sehr viele Menschen mit sehr hoher Sozialkompetenz. Da geht also sehr freundlich ausgedrückt noch sehr viel mehr, als was wir haben. Das Gleiche in der Politik. Es wird in der Politik auf alles Mögliche wahnsinnigen Wert gelegt, aber worauf nicht großen Wert gelegt wird, ist die Interaktions- und die Beziehungsqualität zwischen den Bürgern untereinander zu steigern. Was man halt dazu tun müsste, ist, die Leute auf eine freundliche Weise zusammenzubringen. Darauf verzichten wir. Deswegen wiederum sind geloste Bürgerräte so wichtig, weil dort passiert das. Dort steigt sozusagen die Beziehungsqualität zwischen den Bürgern selber, steigt die Interaktionsqualität. Und das ist also sozusagen ganz zentral für unser Weltvertrauen, für unser Menschheitsvertrauen, für unser Politikvertrauen, für unser auch Selbstvertrauen. Das wird eben dadurch gesteigert. Und wenn man es nicht macht, ist es eben schlecht.
Und insofern kommt es mir so vor, dass wir sozusagen die falschen Prioritäten setzen oder falsch gewichten. Wir achten auch sehr viel auf Dinge, die gar nicht so wichtig sind, und wir achten sehr wenig auf Dinge, die ganz zentral wichtig sind, eben Dinge wie Beziehungsqualität oder Interaktionsqualität. Das sind die zentralen Größen, aber genau diese Größen werden sehr, sehr stiefmütterlich von uns behandelt derzeit. Folglich sind wir in dem Zustand, in dem wir halt sind momentan, und das ist aus meiner Sicht kein guter, oder eben nochmal freundlicher ausgedrückt, da geht sehr viel mehr als das, was wir momentan realisieren, und zwar auf der Basis eines absolut realistischen, einer absolut realistischen Einschätzung von uns Menschen. Also man muss kein rosarotes Menschenbild haben, um zu sehen, dass da sehr viel mehr möglich ist, als was wir momentan realisieren, wenn wir halt einen anderen Fokus setzen. Das mit der Fokussetzung ist deswegen so wahnsinnig wichtig, weil wir Menschen einfach allesamt ausnahmslos eine sehr, sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne haben. Das heißt, wir können nicht sehr viele Dinge gleichzeitig fokussieren, wir können nacheinander sehr viele Dinge fokussieren, aber nicht sehr viele Dinge gleichzeitig. Und in dem Moment, wo wir nicht Interaktions- und Beziehungsqualität fokussieren, wird die meistens automatisch schlechter. Also wir sind darauf angewiesen, dem, was für uns wesentlich ist, und das ist eben Interaktions- und Beziehungsqualität, immer wieder gezielt Aufmerksamkeit zu schenken, weil von alleine passiert das nicht. Von alleine verfransen wir uns, verfusseln wir uns, von alleine sind wir sehr distracted, sehr abgelenkt davon, und dann passiert das aber uns aus Versehen hinterrücks, dass wir plötzlich ein sehr schlechtes Selbstbild, Menschenbild, Gesellschaftsbild, eben alles Mögliche haben, also ein schlechtes Verhältnis zur Welt an sich, weil wir eben auf die falschen Dinge geachtet haben. Weil wir sozusagen nicht begriffen haben, worauf wir achten müssten, um ein gutes Weltverhältnis herzustellen. Es ist aber sozusagen prinzipiell möglich, wenn wir halt aufs Richtige achten. Ceterum censeo, Demokratia esse sortiendam.